Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im oberen Glantal LS19. Heute bereits schon Dienstag an dem wunderschönen Video hier zusammen, liebe Leute. Wir machen weiter im oberen Glantal in der Südpfalz und werden mal versuchen, ein bisschen Mist zu verladen. Was heißt versuchen? Wir machen das sogar. Wir machen das sogar und dann schauen wir mal, ob das irgendwas bringt, wenn ich das irgendwie aufs Feld werfe. Kommentare haben teilweise gesagt, ja. Teilweise aber auch nein. Also ganz unterschiedliche Auffassungen ihr da draußen. Wir werden es einfach mal testen, ne? So, das wieder runter. Ja, der Kollege 6230R ist fertig mit dem Kalkstreuen. Da hat er nicht mehr viel gefehlt, ne? Aber ist schon wieder fertig. Das ist mal gut. Ja, so viel Mist haben wir da jetzt auch nicht, ne? Aber was wir haben, können wir zumindest schon mal aufs Feld werfen. Weil warum jetzt aufsparen? Wird ja nicht besser, das Zeug. Zack. Ah, nochmal eine Schippe voll. Ist ja Wahnsinn. Doch so viel Zeug hier drin. Wahnsinn. Ist eigentlich hier schlecht Wetter oder ist einfach nur so düster heute? Ist irgendwie ein bisschen trübselig, muss ich sagen. Normalerweise zeigt dieses obere Glantal immer in einer Farben von Pracht und Helligkeit, aber heute irgendwie kann ich jetzt so nicht sagen. So, einmal geht noch, hat er gesagt. Einmal geht noch. So. Sag mal, also wie viel Zeug liegt hier denn noch drin? Sieht gar nicht so tief aus, ne? Aber das ist die vierte Schippe, glaube ich. Das sind jetzt schon, weiß ich nicht, über 10.000 Liter auf alle Fälle. Ja, dann ordentlich was rein hier. Aber jetzt, endgültig, letzte Schaufel. So. Ja, immer noch mal 1159, ne? Fast halb voll, die Schaufel. Gut, da geht aber auch nicht so viel rein, ne? Zack. Ja, das mit dem Feldkauf, das kam ganz gut bei euch an. Das Feld 1 ist wirklich auch ein schönes Feld, das muss man einfach so sagen, ne? Und hat schon Bock gemacht, muss ich sagen. Oh ja, hier waren wir genau, hier waren wir dran. Hier haben wir geladen und was haben wir noch gemacht? Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, ne? Okay, das heißt, wir können hier wegfahren. So, das heißt, machen wir weg. Dann können wir den Streuer schon mal wieder abstellen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen wollten. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich weiß halt wirklich nicht mehr, was wir machen wollten. Die letzte Aufnahme ist letzte Woche her. Ich weiß... Oh, wir müssen auf alle Fälle hier mal sauber machen, ne? Den Schmutz an den Reifen, dort geht's auch nicht weiter. Dip, 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 dip. Oh, jetzt wird's heller, ne? Oh ja, jetzt kommt die Sonne raus. Ja, ein bisschen schimpfen hilft ab und zu, ne? Bisschen rummaulen. Das kommt richtig gut. Na komm schon, wird mal sauber hier heute. Und der Streuer ist eigentlich auch relativ sauber, ne? Gut. Was wollten wir machen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin der Meinung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, was wir machen wollten. Ich muss mir da ehrlich mal die andere Folge angucken. So, warte mal, wir machen das mal so, dass wir das hier hinpacken. Oder wollen wir den Streuer unten hinstellen? Nee, ist auch doof, ne? Alles unten hinstellen ist auch ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ah, hat gewackelt. Nur ein bisschen. Hatte ich geplant... Also, wir müssen es auf alle Fälle grubbern, ne? Weil wir haben ja, glaube ich, keine große Sämaschine, oder? Oder keine größere Sämaschine. Oder keine... Haben wir eine Direktsaat hier? Wir können mal nachgucken, ne? Weil das ist ja hier diese Einzelkorn. Und für dann... Ah, hier, die Federstadt haben wir. Schießt mal! Die Federstadt haben wir doch. Richtig. So. Wollen wir jetzt mal gucken, ob da was drauf geht, ne? Das ist immer so die Frage. Genau. Eine Sache fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich hatte einen kleinen Einachsbredal. Den muss ich mir gut schreiben. Das muss ich mir gleich aufschreiben, weil sonst vergesse ich das wieder. Der muss auf alle Fälle gut geschrieben werden, weil das hat uns gehört, definitiv. Und habe ich einfach vergessen mitzunehmen. Leider mein Fehler, aber ja, passiert. Da
glaube, wir hatten gar nicht drüber gesprochen, über das Ansehen, oder? Hatten wir drüber gesprochen? Wir haben mal auf alle Fälle drüber gesprochen, dass so ein Feld 1 richtig geil wäre, ne? Das war auch nicht, ja, das war doch ein bisschen teurer. Das war doch ein bisschen teurer. Wunderschönes Feld, gibt's überhaupt kein Problem und überhaupt nichts dran, aber Feld 1 ist halt sehr schön, aber auch sehr teuer, ne? 285.000. Feld 20 haben wir auch geliebäugelt. Irgendwas habe ich letztes Mal gesehen, was billiger war. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war. 180.000 für die BGA. Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Grübeln, ne? Weil am Lieblingsprojekt wird ja auch immer wieder, oder habe ich auch gemutmaßt, dass man vielleicht was ansehen, oder, beziehungsweise in die Richtung der Silage machen, ne? Aber bin ich mir auch nicht mal ganz sicher. Genau, das mit dem Müllverkauf habe ich auch vom lieben Cetor gehört. Der Cetor hatte ich das angeguckt im Giants Editor wegen dem Milchverkauf. Und zwar ist es so, ich werde das mal ganz kurz mal zeigen. Und zwar, der Milchtrigger sitzt wohl hier ganz, ganz hinten und ganz, ganz oben. Oder zu hoch, wurde mir gesagt, auf alle Fälle. Und deswegen, wenn du ganz zurückfährst, wirklich ganz, 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 ganz dran presst, dann wird es wohl gehen. Aber das war für uns natürlich zu spät in dem Fall. Schade, schade, aber gut, ist dann nochmal so. Grover haben wir da. Jetzt wollen wir ganz kurz nochmal gucken, ob da wirklich jetzt was drauf geht oder ob wir wirklich jetzt zuerst grobern müssen oder ob wir wirklich, ne, ZZ und rauf das Zeug. Wollen wir mal dann aufmachen hier? Bin mir da nämlich gar nicht so sicher. So, das müsste ja schon reichen, um zu sehen, was Phase ist, weißt du? Wir sind hier auf dem Feld Nummer 13. Da war drauf Gerste, ne? So. Es bringt was. Das ist schon mal super, oder? Dann können wir da auf alle Fälle schon mal weitermachen. Ich weiß nicht genau, ob ich die gesamte Breite mitnehme. Das ist ehrlich gesagt so ein kleines Fragespiel. Aber was ich weiß, ist, dass wir das auf alle Fälle jetzt schon mal mitnehmen. Das ist schon mal richtig gut. Das ist ein bisschen zu viel frei, glaube ich, für meinen Geschmack. Ja gut, aber so viel bekommen wir da auch nicht raus, ne? Wenn das vielleicht zwei, vielleicht drei Bahnen, dann ist auch schon wieder Feierabend, ne? Da kannst du machen, gar nichts kannst du machen. Ich glaube, wir fahren einfach nochmal zurück. Dann haben wir da auch wirklich, oh, der hat genau die gute Stelle erwischt, ne? Genau die gute Stelle. Ach komm, schöne Peter, jetzt machen wir nicht schwach, ne? Ich habe das Gewicht vergessen, ey. Ohne Gegengewicht kannst du den MB-Tag echt. Aber alles weiße Reifen, das ist schon mal cool. Ist schon mal richtig cool, dass es funktioniert, vor allem, ne? Wir haben es ja davor noch nie getestet mit dem Dünger. Ach, jetzt habe ich wieder streifen gelassen. Ich hasse mich ja so selber dafür, ne? Jetzt mal, wenn ich streifen lasse, bekomme ich Pickel. Was ist denn das? Hat doch immer gepasst jetzt. Ah, jetzt passt. Na, wir haben halt nicht so einen großen Streuer, ne? Das muss man einfach mal so sehen, wie es ist. Wir haben nicht so einen dicken, fetten Streuer wie andere. Ah, darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Müssen wir ein bisschen nachdüngen. Oder wir lassen die Stellen frei. Mein Gott. Ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Mir fällt halt wirklich nicht mehr ein, was wir besprochen haben, was wir draufhauen. Ne? Das ist echt, das ist wirklich jetzt nicht schön. Ich glaube nicht, dass wir gesprochen haben, dass wir Silage machen. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, wir hatten irgendwas anderes im Petto. Stroh haben wir ja auch genug. Da haben wir wirklich so viel, dass ich jetzt schon liegen lassen sollte, musste, könnte. Wir können auch mal gerne eine Runde Sojabohnen machen, muss ich ehrlich sagen. Ne? Oder Sonnenblumen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es könnten auch Sonnenblumen. Wir schauen gleich nochmal vom Preis her, ne? Vielleicht kann ich mich dann noch ein bisschen besser erinnern, was das war. Da muss halt bald Feierabend sein mit Düngern hier. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Kalk verschwindet, oder? Weil das wäre jetzt ziemlich kontraproduktiv, muss ich ja gestehen. Boah. Alles gut. Der haut aber auch Zeug raus, ne? Perfekt. So, jetzt gucken wir nochmal an, ob sich das Düngen jetzt benötigt Kalk, ne? Siehst du, ich brauche keinen Kalk mehr. Sehr gut. Okay, jetzt lassen wir nochmal nachschauen, damit ich jetzt wirklich sicher bin und endgültig verwirrt. Sonnenblumen H, Sojabohnen H. Das heißt, wir machen jetzt eine Runde Sojabohnen.
Eine Runde Sojabohnen. Weiß nicht, ob das jetzt geplant war, aber ist mir nicht jetzt auch Schnuppe. Eine Runde Sojabohnen muss her. Weil dann können wir auch schön, einige schöne Dinge machen. Alter, wie die Reifen halt komplett sofort auf Mist wechseln, ne? Gut, das war jetzt eigentlich ein kurzes Vergnügen, muss man sagen, aber viel mehr Mist haben wir halt einfach nicht, ne? Dann müssen wir einfach mal ein bisschen warten, bis wir wirklich mehr Mist zusammenbekommen und dann vielleicht nochmal streuen. Kann den Streuer aber, weil er jetzt nicht auch gewaschen wurde und so weiter, kann ich auch hier lassen, ne? Weil wenn ich den eh bald wieder brauche, hoffentlich, dann muss das ja nicht sofort sein. So. Sollen wir den Düngerstreuer nochmal nehmen oder sollen wir die Spritze nehmen? Bin mir gerade nicht sicher. Mir ist prinzipiell egal, muss ich gestehen. Bin aber eher ein Streuerfahrer, also wie jetzt ein Navi heißt richtig. Ach komm, weißt du was? Wollen wir die Spritze nehmen? Wir nehmen die Spritze. Ich bin heute so unentschlossen. Ihr merkt das schon, ne? So, einmal zurückschieben. Perfekt. Da ist leer. Dann nehmen wir jetzt mit das hier. Das ist im grünen Tank. Nicht das linke, sondern das andere. So, müssen wir dann noch aufmachen? Einer. Geht so an. Geht so rein. Sehr gut. Wir können hier schon mal an dem dann die Sämaschine ankuppeln. Die Federschnitte ist ja meines Erachtens auch eine Direktzahnmaschine. Hoffe ich zumindest. Da steht jetzt irgendwas im Weg, ne? Aber das können wir vielleicht so ein bisschen wegschieben. Oder wir haben heute gut gefrühstückt. Das weiß ich noch nicht, warte. Oh ja. So ein bisschen drüber schieben ist drin. So. Lass uns nochmal nachgucken im Händlerkatalog, ob die wirklich das hatte, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Das müsste die hier sein. Ist eine Direktsaat. Sehr gut. Das heißt, Saatgut. Wo bekommen wir jetzt Saatgut her? So. Saatgut bekommen wir da unten. Deckel auf. Und dann für die Sojabohnen, ne? Wollen wir Sojabohnen vorbereiten. Sojabühnchen. Das hat eigentlich bis jetzt ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Der füllt auch noch auf. Oh, da geht die Kohle raus, du. Tipp, 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 tipp. Wer ist das fertig? Der oder der? Oh, der? Ehrlich jetzt? Das ist aber nicht cool. Braucht der so viel? Ich glaube, ich habe wieder vergessen, das MB-Traggewicht mit reinzunehmen. Ich habe es ja nämlich aufgeschrieben. Ich habe es schon runtergeladen, aber ich habe es nicht in den Mod-Ordner gezogen. Stimmt. Sonst hätte man das auch nehmen können, aber mein Gott. Nah. Ich hoffe, es funktioniert. Warte. Ah, noch bewegt das sich jetzt nicht. Toll. Doch, ich glaube, das funktioniert erstmal noch. Schön ein bisschen schütteln, ne? Damit es schön gleichmäßig verteilt wird. Was dauert denn hier so lange? Ist das denn die Möglichkeit? Dauert das bei euch auch so lange oder ist es bei mir extra langsam? Kann ich mir. Oh, 2000 Öcken. Schon eine Nummer, ne? Ah ja, da war er wieder, da vorne. Aufhebende. Es ist so dunkel hier, obwohl es 9 Uhr ist, ne? Aber es ist wahnsinnig düster heute. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. So, wir können mal eine Sache probieren, ne? Wir können ja jetzt mal so fahren. Oh, jetzt muss ich umdenken. Weißt du, aber so fahren wir nicht über das Gekalkte wieder, sondern können einfach so leichte Spritze fahren. So, machen wir die mal höher hier. Das ist ja wohl mega geil, bitte. Das ist ja wohl mega geil. Weil haben wir praktisch jetzt eine selbstfahrende Spritze, weißt du? Ist vielleicht nicht ganz originalgetreu, gebe ich ja zu. Aber die Idee, ne? Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. So, dann machen wir hier einigermaßen eine Kante rein. Einigermaßen, ne? Ich habe nicht gesagt, dass schön wird. So, passt. Das hat ja schon mal richtig gut funktioniert. Jetzt machen wir es aber anders. Lass uns mal nach oben fahren. Er fährt da rückwärts nicht so schnell, ne? Das ist leider ein bisschen so ein Manko. Aber dann können wir von oben nach unten nämlich richtig doll fahren, weißt du? Also jetzt komm, auf die Idee ist jetzt noch keiner gekommen von euch. Jetzt mal ganz ehrlich, ne?
So, warte mal, wir können doch gleich wieder in diese Richtung runterfahren. Richtig geil. Gut, noch haben wir Zeit. Ich werde mir die alte Folge nochmal angucken, damit wir auch morgen wissen, was ich eigentlich genau machen wollte. Ich danke euch natürlich erstmal fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder zu einer weiteren Folge hier im Glantal. Ich stecke fest. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ich finde die Idee gut.